In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du aus einer Textaufgabe, wo es eben um Produktionsprozesse geht oder eben Bedarfsmatrizen, da erkläre ich dir, wie du das grafisch sauber darstellst bzw. den Gozintograph ganz einfach zeichnest. Moin moin zusammen, du hast eine Textaufgabe in der Prüfung oder eben beim Üben. Und dort ist ein Produktionsprozess einfach mit Worten schön sauber erklärt. Und nun ist die Aufgabe, ein Gozintograph zu zeichnen. Oder eben du möchtest dir einfach schön darstellen, dass du daraus dann eben deine Matrizen bilden kannst, die Produktionsmatrizen. Falls du gerade nur ein bisschen Bahnhof verstehst, ich habe sehr geile Videos, wo ich Gozintograph bzw. Produktionsprozesse erkläre, sind alle unten in der Beschreibung. Und nun gehen wir mal zur Textaufgabe über. Eine Schreinerei produziert aus vier Rohstoffen R1, R2 und R3 und R4 drei Zwischenprodukte Z1, Z2 und Z3, aus denen anschließend zwei Endprodukte E1 und E2 gefertigt werden. Also der Tatbestand ist, wir haben schon mal zweistufig das Ganze. Wir haben einen Rohstoff, wir haben Zwischenprodukte und wir haben Endprodukte. So funktioniert das Ganze und das musst du zuallererst wissen, wieso das Konstrukt ist. Mein Tipp an dich, fang immer links an mit dem, was zuerst kommt. Der Rohstoff ist zuerst, danach aus dem Rohstoff wird ja das Zwischenprodukt und aus dem Zwischenprodukt das Endprodukt. Hast du es nicht in R, Z und E genannt, sondern halt in Holz, dann eben Winkel und dann vielleicht Stühle, dann auch selbes Spiel. Denk dir aus, wie kann die Reihenfolge sein. In dem Beispiel hier fangen wir dann direkt an. Bei mir heißt es halt jetzt R1, R2, R3, R4. Also mache ich das auch. R1 und du schreibst halt stattdessen die Worte hin, wenn du das hast. Hier zum Beispiel Kleber, dann hier zum Beispiel Nagel, hier zum Beispiel Holz und hier zum Beispiel Metall. Ne? Also kommt drauf an, was du hast. Dann mache ich da immer gerne einen Kreis drumherum, damit ich weiß, dass das einzeln ist. Sehr schön. Das ist das. Damit geht das Ganze los. Und nun wird aus diesen Rohstoffen Zwischenprodukte gebildet. Aha. Und zwar, wie viele haben wir hier? Hier haben wir drei. Also Z1, Z2 und Z3. Sehr schön. Also aus denen wird das gebaut. Und nun wird aus den Zwischenprodukten zwei Endprodukte. Also nehmen wir das Ganze hier E1. Und E2. Wunderbar. Also sehe ich schon zweistufig. Von dem, erste Stufe, zweite Stufe. Also von wo es startet bis hin zum fertigen Produkt, das dann rausgeht in die Läden und jeder wie wild kaufen möchte. Und nun müssen wir natürlich schauen, okay, wie viele Rohstoffe brauche ich denn, um Z zu produzieren, also die Zwischenprodukte? Und wie viele von dem jeweiligen? Oder wie viele brauche ich denn jeweils von den Zwischenprodukten, um die Endprodukte zu bekommen? Und um das grafisch darzustellen, bieten sich halt immer schöne Pfeile an. Von dem Rohstoff R1 werden 4 Einheiten für Z1 benötigt. Also mache ich hier so einen Pfeil rüber, und schreibe mir hier hin eine 4. Dann weiß ich, 4 Stück von hier müssen dafür benötigt werden, um eins davon zu produzieren. 3 Einheiten wiederum für Z2. Von dem Rohstoff 1 3 Einheiten brauche ich, um ein Z2 zu produzieren. Und eine Einheit brauche ich für Z1. Das kannst du natürlich alles mit einer Farbe machen, wenn du das möchtest, aber ich möchte es jetzt übersichtlich halten und deswegen arbeite ich ein bisschen mit mehr Farben. Von R2 sind es wiederum hier rüber, sind es 2. Von R2 sind dies 4 bzw. 2 für Z1, Z2 und Z3. Von R3 ist das ganze System dann 1 hier hoch, 7 hier hin und zu guter Letzt 5 Einheiten dahin. Da ich jetzt nicht mehr Farben habe, gehen wir nochmal mit Schwarz bei R4 durch und da haben wir von R4 gehen 1 zu Z1, dann haben wir 2 zu Z2 und 5 zu Z3. Du merkst, mein System ist immer, ich mache immer die Zahl oben drüber, damit ich da nicht durcheinander komme. Mache nicht hier oben, dann hier unter, mach immer wirklich immer über den Pfeil die Zahl, damit du da nicht durcheinander kommst. Und so habe ich jetzt das schon aufgezeichnet. Jetzt weiß ich von Z1, was brauche ich dafür? Ich brauche 4 R1, ich brauche 2 R2, ich brauche einen von R3 und ich brauche einen von R4. Und dann habe ich ein Z1. Und für E1 wird das Zwischenprodukt Z1
einmal benötigt. Aha, also hier eine 1. Z2 brauche ich zweimal. Jetzt geht es nämlich, jetzt sagt der Text an, für das hier brauche ich so und so viele hiervon. Nicht wie vorhin, R geht da rein, da rein, da rein. Das kann man immer ein bisschen umbauen in der Textaufgabe. Passt da auf, fall da nicht rein. Und Z3 auch einmal. Und zu guter Letzt wird für E2 wird Z1 einmal benötigt. Z2 auch einmal. Und dann haben wir zum Schluss Z3 viermal benötigt. Sehr schön. Und das ist jetzt der Produktionsprozess als Skizzentograph dargestellt. Damit kannst du jetzt super schön Produktionsmatrizen erstellen. Also von dem Prozess zu dem und dann von dem zu dem. Und dann kannst du natürlich das noch verrechnen, aber das erkläre ich alles im Produktionsprozess-Video. Falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich wirklich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Übungsaufgaben zu dem ganzen Schlingelzeug hier unten in der Beschreibung. Ansonsten, ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!